Boah, Freunde, eine Sache kann ich euch gar nicht weiterempfehlen, und zwar auf der Toilette einfach TikTok zu schauen. Das hat kein Ende, Mann. Ganze Zeit warte. Ich bin hier seit ungefähr, warte mal, seit 12 Uhr. Seit 4 Stunden chill ich hier auf der Toilette. Zum Glück ist keiner bei mir zu Hause. Aber Freunde, ich habe Magenschmerzen. Ich kann seit 3 Tagen nicht kacken. Und zum Glück habe ich mein Lieblings-TikTok auf meiner For You gesehen. Ohne ihn könnte ich niemals wieder kacken. Und zwar mein Lieblings-TikToker 2014 bringt neues Lied raus. Und dank ihm, dank seiner Musik, habe ich jetzt Durchfall. Alles andere als artig, liebe Glamour und Partys, wie ich aus dem Haus gehe, nur gestern. Ich könnte endlich wieder kacken. Hört ihr diese Magengeräusche? Danke 2014. Danke 2014. Danke 2014. Deine Musik ist artig. Du bist artig. Und bald hast du inshallah deine 3 Millionen auf Insta. Bald sind es 3, bald sind es 3. Hat 3 Millionen auf Insta? What the fuck? Warum 3 Millionen auf Insta? Was hat er gemacht? Hat er die Welt gerettet? Hat er... Er hat mich gerettet, Alter. Ohne ihn wäre ich noch 3 weitere Stunden auf der Toilette geblieben. Danke, 2014. Ich habe jetzt dir auf Insta gefolgt und plus Premiere habe ich aktiviert. Und ich weiß, dein erstes Musikvideo kannst du nicht toppen, weil schlimmer kann es nicht werden. Ich fühle es, Bruder. Dieser Schmerz, Alter. Oh Mann. Ade mir. Was in Thailand passiert, bleibt in Thailand, Bruder. Erzähl uns nicht. Zeig uns nicht. Wollen wir nicht wissen. Your business clean. Bevor er startet. Mal gucken, was danach passiert ist. Vorbildlich. Lass uns alle das starten. Wisst ihr, bei mir sieht es auch so aus. Bevor ich startete TikTok, sah ich so aus. Mashallah, Bruder. Ja, mashallah. Und nachdem ich startete TikTok, sehe ich jetzt so aus. Oh mein Gott! Wow! Also finanzielle Lage hat sich nicht geändert. Ton corps est aussi beau que l'art. Wie soll das enden, Bruder? Da denke ich aber falsch und da habe ich auch recht. Mal gucken, wie es enden wird. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich dein Patient sein will. Jetzt habe ich Angst. Und jetzt werde ich nie wieder zum Arzt gehen. Ich gehe sowieso nicht, was bringt mir sowieso nicht, Bruder. Ich gehe immer zum Arzt, 2 Stunden warten. Eigentlich nur für Attest, weil ich will nicht zur Schule. Ich will einfach nur mich krank schreiben lassen. Aber dafür müsste ich auch extra 2 Stunden warten. Für 5 Minuten Gespräch. POW, du hast mich auf Snap. Mal gucken, was auf uns wartet. POW, du hast mich auf TikTok. Mal gucken, was auf euch wartet. Feinde fallen um, so wie Domino. Guck mal aus wie Drip, 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 Drip. Die Audimasse tick, 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 tick. Ey, das ist echt Drip, das ist echt Drip. Aber es kann noch besser werden. Ich kann es noch toppen, ich verspreche es euch. Gebt euch. Feinde fallen um, so wie Domino. Guck mal aus wie Drip, 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 Drip. Die Audimasse tick, 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 tick. Also, ich glaube, dieses Outfit kann keiner toppen. Das ist Drip, deshalb sollst du mir auf TikTok folgen. Bitte nicht. Es gibt einfach nur cringe Sachen zu sehen. Naja, Freunde, ich muss jetzt meine Mathe-Hausaufgaben weitermachen. Das war's mit dem Video, damit wir gemeinsam dann auf 2014 am 30.09. reagieren können. Alles andere als artig, liebe Glamour und Partys, wie ich aus dem Haus gehen, nur gestylt. Abonniert diesen Kanal, Mann. Lasst mal gerne ein Like da, einen Kommentar da und aktiviert die Glocke nicht nur bei mir, sondern auch bei 2014. Damit wir zusammen die Party genießen. Das Musikvideo wird echt geil sein. Tschüss. Güte, tschüss. Ich hab schon ein Ohrwurm, Junge, was soll ich sagen? Man muss ehrlich sein. Nicht.